Abra Flow. Deeper Music. Deeper Healing. Heilende Klänge, Musik für Meditation und Yoga, geführte Meditation, Kurzgeschichten mit heilender Musik. Besuchen Sie mich auf www.abra-flow.de. Und jetzt viel Freude mit der neuen Serie mit Musik und Kurzgeschichten von Gregor Becker. Großvater konnte mit Steinen reden. Er fand sie mit einem Griff in die Erde. Er vergaß alles um sich her, wenn er über einen Acker schritt, den Blick vor sich auf der frisch gepflügten Erde. Seine Familie lebte seit dem frühen Mittelalter am Bodensee. Dort waren die meisten Leute sehr arm. Man hatte den Tourismus noch nicht erfunden. Und viel Freizeit hatte keiner der Kleinbauern am See. Mein Großvater hatte die Steine am Strand. Sie erzählten von Jahrtausenden, Eiszeit, Pfahlbauten, Feuer in den Sümpfen. Er wog die Steine in der Hand, ließ sie darin kreisen und warf sie weit nach draußen. Die rundgeschliffenen Steine nahm er nie mit nach Hause, auch später nicht zu uns in den Schwarzwald. Ich weiß, wo sie sind. Das reicht mir. Großvater nahm mich mit in Bergwerke, zu Schleifereien, in Museen und Bibliotheken zu Sammlern und Mineralienstammtischen. Auf nicht ganz sichere, nicht ganz legale, aber stets unglaublich aufregende Wanderungen über Geröllfelder, über Zäune, Absperrungen, in Verschläge. Ich war glücklich auf diesen Touren. Er war aus dem Krieg und der Gefangenschaft zurückgekommen und konnte mit Menschen nicht mehr richtig warm werden. Aber er liebte Steine. Er redete nicht viel, aber er hatte nichts dagegen, wenn ich redete. Und das war eine tolle Sache. Kein Erwachsenengelaber. Das, was ich liebte, Bibliotheken, Museen und ernste Männerarbeit. Bei jedem Wetter bis in die Nacht. Ich hatte immer das Gefühl, mit ihm kann einem nichts passieren. Besonders wenn er den Gesichtsausdruck hatte von einem, der schon alles gesehen hat, was passieren kann. Seine Augen waren abgefahren und ich habe sie stundenlang angesehen, während er am Tisch des Wohnwagens oder in seinem Büro Steine beschriftete und über sie nachlas. Die Iris war wie ein buntes Mosaik aus zerschlagenen Steinen. Blaue, grüne, braune, goldene Splitter. Das war das, was mir gleich auffiel, als er mit dem Sanitätszug den Truppen folgend ins Dorf kam. Dann winkte meine Oma lachend ab und schaute weiter Fernsehen. Mein Großvater konnte mit Steinen reden. Es kam ihm nicht auf Raritäten, Wert oder Herkunftsort an. Er hatte ganz andere Kriterien, was von den Steinen in seine Vitrinen und Regale wanderte. Ich habe diese Kriterien nie verstanden. Er nahm die Steine in die riesigen Hände und ließ sie mit den Fingern darin kreisen. Ich dachte immer, er redet mit ihnen. Sie erzählen etwas, das jenseits der Menschengeschichten spielt.
und jenseits der Kriege. Abra Flow. Deeper Music. Deeper Healing. Heilende Klänge. Musik für Meditation und Yoga. Geführte Meditation. Kurzgeschichten mit heilender Musik. Besuchen Sie mich auf www.abra-flow.de.